Und willkommen zum Spezialauftrag Heimkehr mit Turbulenzen. So, da wären wir. Achso, und willkommen zum neuen Part. Also, schöne Hütte hier. Gefällt mir. Hätte ich auch gerne mal. Aber dieser blöde Typ Blackwell hat ja Geld wie Arsch, wenn ich das so sagen darf. Und wir haben gleich mal wieder Besuch. Nehmen wir mal den Astronauten. Hoffentlich bedeuten die vielen Sicherheitsleute, dass Natalia in der Nähe ist. Nicht genug. Sorry. Bam. Tja. Im Moment gibt's ja nur New Super Luigi U Let's Plays. Ich hoffe, das macht euch nichts. Aber ich mache jetzt deswegen Lego City, weil ich es langsam beenden will. Das ist auch nicht mehr viel, was wir spielen müssen. Eine silberne Statue und ein riesiges B. Subtil und stilvoll, Mr. Blackwell. Wow, als ob Frank die Kabel gelegt hätte. Ja, so sieht es auch schon fast aus. Wofür braucht man den Scheiß hier? Unnötig. Wie meinst du, Blumen geht? Nein, warte, da ist was. Den Bauarbeiter. Oh, Dynamit. Heb auf jetzt. Wo muss der Scheiß hin? Geh doch runter da. Oh, scheiße. Lol. Hey, was hat er jetzt gebracht? Hallo. Das kann ich kapieren. Ach, da muss ein Schlüssel rein. Auch noch was. Wenn wir uns hier mal umgucken, was hier so ist. Ein Spielplatz. Das ist echt seltsam. Noch seltsamer, dass ich auf die Rutsche da wollte. Ah ja. Also wir müssen kleinen Mini-Missionen, die lassen wir jetzt mal stecken. Oh, gibt es nichts Besseres. Boah, das wird langsam anstrengend, diesen Wechseln immer, wenn man so viel hat. Hier brauchen wir den Feuerwehrmann. Der ist da. Ach so, warte mal. Wieder was vergessen. So. Hier will wieder der Dieb. In unserem Fall Winnie. Cloud. Interessant. Das
ist jetzt der Schlüssel, der muss da vorne rein. Rein damit und so. Gucken, was hier so ist, an der Kiste. Und ein paar Vasen. Jetzt tun wir gleich mal mit. Irgendwie gemerkt, springen hilft so ein bisschen. Kommt ein bisschen flotter voran. Ich hoffe, dass das auch so ist. Ja, komm, geh mal an. Mal da reinjagen. Perfekt. Ach Mist. Wieder ein paar Mal auf den Stromkasten kloppen. Und fertig. So. Ich hoffe, der Strom ist jetzt weg von der Treppe. Ja. Und gleich dreht die Musik wieder auf. Interessant. Nee, doch nicht. Mhm. Die blöden Pfosten hier sollen, keine Ahnung. Ach so, deswegen. Vorne sind noch mehr. Ich denke, die Pool ist auch was. Ja, da ist der Farbwechsler, ich sehe ihn schon. So. Also seit der Kanalisation räume ich mal erst alles auf und hole mir dann diese Suchfelder. Nicht, dass mir normal passiert, dass das verschwindet, dass ich dann die ganze Mission normal machen kann. Da habe ich nämlich absolut keine Lust drauf. Da. Und dann da buddeln. Was haben wir denn da verbuddelt? Ein Ventilrad. Interessant. Was hat jetzt hin? Ach so, hier. Ja, komm. Weg mit dem Wasser. Winnie. Und was ist diese Tafel? Da oben. Komm. Wieder Blumen gießen. Ach so, ein Teil. Keine Ahnung. Da war irgendwie ein Seil oder sowas. Ach, noch mehr von den Vollpfosten. Daneben. Hau richtig drauf, so wie ich. Ah. Oh, schön in die Ecke. Oh, das ist so unnötig. Sobald man gegossen hat, muss man eigentlich weggehen können, ey. Oh nein, die muss erst sprießen. Ja, komm. Oh. Hier brauchen wir wieder unseren Herrn Astronauten.
Hoffentlich kann ich diesmal meinen Code merken. Also den, da, da und hier. Perfekt. Was ist das? Ach so, ein roter Stein. Hallo. Na. Oh. Scheiß Bug. Die Kiste können wir wieder nichts anfangen. Da hätten wir wieder Besuch. Ja, komm, hau doch drauf. Oh. Hey. Sorry. Irgendwie. Ja, bin auf der scheiß Maus gekommen. Deswegen hat er den Part jetzt beendet. Aber. Nein, das Video. Aber egal. Wieder starten und weitermachen. Ab unter den anderen. Hier wieder alles aufräumen. Brauchen wir jetzt den Denkmal für. Oh. Wir sind ja in Mario New Super Luigi U auch bald durch. In Welt 8 sind wir jetzt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal rein. Interessantes Let's Play mit vielen Fails, weil diese Level einfach nur gestört sind. Deswegen. Wollen wir nicht ausmachen? Wieso geht das nicht? Doch. Eins von sechs. Ich habe da unten gerade auch welche gesehen, glaube ich. Man muss nur richtig drauf zielen. Hier oben ist ja nichts. Was ne Verarsche. Genau hier. Hat gibt, wenn ich das alles lösche. Jetzt muss ich wieder runter oder was? Weil die anderen scheiß Fackeln unten sind oder wie? Ach Mann, ey. Oh. Und jetzt die anderen beiden. Ach komm, wo, geh runter da jetzt, Mann. Lol. Zum Geil sind die anderen Fackeln. Geh doch runter bei dem Kinderkram, du. Völlig umsonst runtergesprungen. Keine Ahnung, wo die scheiß anderen Fackeln sind. Oder ich bin gerade dafür nur blind. Das kann auch. Ich habe jetzt auch keinen Bock zu suchen. Ich mache jetzt weiter. Ganz einfach. Genau, wir brauchen den Dieb. Mini. Und rein da. Deckel ich wieder nicht genug. Boah, tritt hier noch eine rein. Am besten in den Sack. Ich bin vor dem Blackwell-Turm. Ein Großteil von Lego City scheint auch hier zu sein. Woohoo! Party!
Zieh dein Hemd wieder an, Honey. Du bist noch im Dienst. Hör mal, ich habe Natalia immer noch nicht erreichen können. Das liegt daran, dass Blackwell sie hat. Natalias Dad ist ein Wissenschaftler, der sich geweigert hat, Blackwell zu helfen. Deshalb hat Blackwell Natalia als Druckmittel eingesetzt. Die Kurzversion. Es war heute wohl niemand mit deinem Hund draußen. Wow. Okay. Naja, es dauert noch eine Weile, bis die Pressekonferenz losgeht. Die haben einen riesigen elektronischen Countdown gestartet. Klingt ja gar nicht unheilvoll. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Und der Countdown ist nicht witzig. Und jetzt mit dem Gärtner, Bauer, Farmer. Nein, Farmer ist es. Na, eine Blume mitten im Haus. Interessant. Nein, gibt's ja wirklich. Haha. Ja, was soll ich jetzt hier oben? Ach. Nichts passiert. Vielleicht gibt es noch einen Schalter. Und deshalb habe ich in allen Bibliotheken Hausverbot. Tja. Wieso stehen hier zum Geier diese blöden Ritterstatuen rum und dieser Diamant? Oh, warte mal. Lame, der führt dahin. Jo. Chasey weiß man natürlich mal wieder den Code, ist klar. Wieso macht das Fenster los? Hä? Ach so. Macht er im Tresor? Noch mehr Vollpfosten. Verpiss dich. Dynamit. Mhm. Das ist hierfür. Ah, weg hier. Die fährt wieder runter. Hä? Ach so. Hast du Natalia gefunden? Nein, leider nicht. Aber ich habe anscheinend Blackwells Geheimnis gelüftet. Er ist ein echter Modellbaunarr. Er ist ein fieses Genie. Und das ist sein Plan. Schau, das ist meine meine magische Blase. Er will zum Mond fliegen. Womit denn? Das Shuttle auf der Apollo-Insel ist zu klein für seine Truppe. Und wie versteckt man eine Riesenrakete in Lego City? Der Countdown. Der Blackwell-Turm. Ellie, du musst die ganzen Leute vom Blackwell-Turm wegschaffen. Sofort. Okay, aber warum? Der Blackwell-Turm ist eine Rakete. Wenn sie abhebt, wird alles im Radius von 10 Blöcken gegrillt. Ich schicke dir die Beweise. Alles klar. Alle herhören. Ihr müsst sofort alle weg hier. Alle schreien rum. Ja, die Zeit ist knapp, aber vielleicht können wir helfen. Wie? Erkläre ich dir unterwegs. Okay, tu das. Spezialauftrag abgeschlossen. Ein Rotstein, Steinmagnet, nützlich. Polizeimarkenteil. Dallahan oder Dallen, keine Ahnung. Cloud, Raketenrucksack, so wie es aussieht. Ein Stein. Noch ein goldener Stein. Kapitel 14, Ersparnisse und Darlehen. Chase, ich fahre zum Blackwell-Turm. Du musst zu meinem Gebäude bei den Auburn-Docks. Gut. Was soll ich da machen? Erstmal begibst du dich dorthin. Hab ich doch gesagt. Ja, aber wenn ich da bin, was dann? Du findest dort Prototypen für die Maschine, die die magische Blase erzeugt.
Sie sind in meinem Labor. Was haben Sie denn mit Ihnen vor? Ich werde die Polarität des Neutronenfeldes umkehren. Ich werde den mystischen Feen, die dort drin... Ich bin kein Idiot, Professor. Wollen Sie mit der magischen Blase den Hitzeschub der Rakete eindämmen? Ja, genau. Und wenn das nicht klappt? Dann werde ich schön braun bei dem Versuch. Das klingt doch mal nett. Ah ja, der mit seinem UFO. Ich hole jetzt aber erstmal die beiden Steine. Das sollten wir aber schleunigst tun, denn wir haben nicht mehr lange Zeit. 5 Minuten. Womit soll ich fliegen? Oh, na toll. Mit einem Heli. Ja, damit. Farbe ist scheißegal. Komm. Und Abflug. Wo muss ich hin? Hallo. Oh, witzig. Ich muss da lang. Mann, ey. Komme ich da auch hin? Hier ist der Schiebeturm von Pisa. Sollt ihr auch mal vorbeigehen? Hey, das ist der Blackwell-Turm. Da müssen wir aber nicht hin. Oh. Scheiße, ob wir das noch schaffen. Ziemlicher Umweg. Blackwell Tower. Ja, komm, ey. Was soll denn die Scheiße? Junge. Oh, Sabina, die Lila. Kann denn nicht höher gehen? Verdammt, ich verliere Zeit. Okay, der Weg war auch, glaube ich, nicht besonders schlau, den ich genommen habe. 2 Minuten noch, 3 Minuten. Ich bin am Blackwell-Turm, Chase. Bist du in meinem Labor? Noch nicht. Dann beeil dich bitte. Es geht hier um Leben und... Naja, du weißt schon. Oh, und dein Boss hat noch einen Officer abgestellt, der dir helfen wird, sobald du eintriffst. Wir brauchen mehr Schildgeneratoren, als ich angenommen habe. Beeil dich, Chase! Du musst zu meinem Labor! Ja, ich kann nicht so schnell fliegen, verdammt! Dann gib mir einen Düsenjet! Mein Gott, stell dich nicht so an! Jetzt heb ab! Schnell, Chase! Es hängt alles von deinem Erfolg ab! Jetzt chill doch! So, da müssen wir runter. Nein, den Stein will ich haben. Gib her, gib her. Wo ist? Lalala. Und ist da Straßenrampe? Kann ich bauen jetzt. Verdammt, wo ist denn die Scheiße? Warum? Ja, da. Oh, geschafft. Na toll, der Honey. Hey Chase! Frank? Wem sonst sollten Sie wohl eine so wichtige Mission anvertrauen? Wir sollten uns jetzt beeilen. So ziemlich jedem. Du Scherzkeks! Nein, das war ernst gemeint. So ziemlich außer jedem. Nein, so ziemlich außer dir. Naja. Ja, ist ja gut jetzt. Mann. Hier irgendwas genommen oder? Weiß ich nicht. Oh man.
Ahnung. Komm schon, los geht's! Chase, ich bin zwar nicht in den Blackwell-Turm reingekommen, aber ich konnte mich in die Startkonsole hacken und den Countdown ein wenig verlangsamen. Die Zeit wird aber trotzdem knapp. Keine Sorge, ich bin in Ihrem Labor. Gut, dann bring die Prototypen so schnell wie möglich hierher und fahr bitte vorsichtig. Okay, eins davon kriege ich sicher hin. Da lang. Kommt gleich wieder irgendwer oder was? Hier hat jetzt keiner zu kommen. Wir wollen die ehrlich die Stadt hochjagen lassen. Frank, warte doch mal. Mann, rast er. Oh man, ob wir das schaffen. Streckt verdammt lang noch. Ja, doch. McCain, ich bin hier bei Kowalski. Wo steckst du? Bin etwa auf halbem Weg, Chief. Das reicht nicht. Das Ding hier hebt gleich ab. Tritt das Gaspedal durch und lass den Fuß drauf. Oh. Du musst dich beeilen. Ich kann den Countdown nicht anhalten. Ich tue mein Möglichstes, Professor. Mann, ey, dass die sich nur so anstellen, alle. Ja, ich weiß, der Kack geht gleich hoch, aber... Ich kann diesen Drecksding halt nicht schneller fahren, weil der da scheiß kein Nitro drin hat. Oh, wir haben einen Honey eingeholt. Fast. Der fährt aber ziemlich gut. Einfach mal dem Flug hinterher fahren da. Jetzt fahre ich vor. Hey. Ja toll, eine Minute noch. Sind wir gleich da. Scheiße. Weg da, weg da, weg da. Es wird dann automatisch eine der Magieblasenmaschinen aufgestellt. Ich hätte wohl erwähnen sollen, dass sie in Baukastenform daher kommen. Du musst sie also zusammensetzen. Jetzt hat nicht vorher sagen können. Down weiter verlangsamen. Ach du Dämm, Dinge da. 1, 2, 3, 4 Stück. Verpisst euch, ich kann jetzt nicht. Nichts anfassen. Oh Mann, schau, lauter Einzelteile. Genau wie damals, als ich das Bild gekauft habe. Aber dann hat mir der Typ aus dem Laden erklärt, dass es ein Puzzle ist. Ich hab's zusammengesetzt, aber das hat ewig gedauert, weil das Bild komplett braun war. Ich hab's dann umgedreht und bemerkt, dass jemand ein paar Kätzchen auf die Rückseite gemalt hat. Und auf der Schachtel war witzig. Oh, du Vollpfosten, ey. Hallo, ich kann jetzt nicht, dieses Scheiß geht gleich hoch. Mann, verpiss dich. Hau ab jetzt. Mach schneller. Ah, komm, zieh ab. Come on.
Komm. Noch ein. Wir haben noch 1,5 Minuten. Schaffen wir. Locker. Oh, musst du immer mehr haben, ey, du nervst. Was? Mal gucken, was jetzt passiert. Och. Oh. Wir haben alle Einwohner evakuiert. Ich hoffe, du hast diese Dinger richtig frustriert, McCain. Ich auch. Wir werden nicht mehr weit genug wegkommen und Hitze liegt mir so gar nicht. Mir schon. Honey, die Raketenflamme wird gut und gerne 3000 Grad heiß. Ich würde jetzt mal weggehen. Das ist ja heiß. Ich zieh lieber die Jacke aus. Wie viel Zeit haben wir noch, Professor? Noch etwa minus 3 Sekunden. Und tschüss. Das habe ich gesehen, als ich mich in ihre Computer gehackt habe. Was? Das war gute Arbeit, Chase. Spricht er wirklich? Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Und ich bin Manns genug zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder zwei. Also immer noch weniger als du gemacht hast. Danke, Chief. Frau Bürgermeisterin, ich hätte eine Bitte. Der Mann, der gerade die Zerstörung von Lego City verhindert hat? Schieß los! Ich müsste da noch ein paar Leute einbuchten. Ich rufe sofort auf der Apollo-Insel an. Wir haben da sicher ein Schild, das wir dir reichen. Oh, oh, bin dabei! Oh, Vollpfosten. Kapitel 15. Die Pflicht ruft, sogar im All. Oh, sind Ladescreens nervig. Professor unnötig. Kowalski? Nur keine Sorge, ich werde Natalia befreien. Vielen Dank, Chase. Kann ich dir irgendwie dabei helfen? Naja, wäre ganz gut zu wissen, wie man einen Shuttle fliegt. Wie wär's mit einem Crashkurs, damit ich keinen, Crash hinlege? Keine Sorge, die Techniker auf der Apollo-Insel fliegen es per Fernsteuerung. Und Blackwells Fähre? Wie kriege ich die nach Lego City zurück? Falls du so weit kommst, wird dir schon was einfallen. Falls? Entschuldige, natürlich klappt das. Ja, gut zu wissen. Hier entlang bitte. Wir machen gerade die Rakete start. Ja, okay. Ja, komm. Ach so. Ich muss selber laufen. Da hinten. Okay. Voll Blackwell entkommt. Ja, ach nee. Blitzmerker. Ist auch schon lange, aber hey, auch egal. Mann. $50,000. Da müssen wir noch einen finden. Aber ich suche trotzdem alle. Kamera ist mal wieder die beste. Boah, wie ich die hasse, ey. Oh,
auch den Astronauten. Wie komme ich jetzt da hoch, bitteschön? Mich immer gerne interessieren. Achso. Interessant. Wandsprung. Eh unnötig, ich kann fliegen. Das war jetzt richtig unnötig. Zum Glück bin ich auf der Brücke gelandet. Was machst du denn da, Chase? Oh, Junge. Du willst mich doch verarschen, oder? Ach Mann, ey. Jetzt fliegt er bloß nicht runter. Weiter, weiter, weiter. Geht's noch höher? Ja, komm, Junge, geh doch hoch da. So, jetzt hätten wir 80.000. Wo der andere Stein ist, interessiert mich jetzt nicht. Ich mache nämlich jetzt weiter und hoffe mal. Oh. Großes Ding. Und den gibt es ja von Lego auch, glaube ich, als Modell. Superbau errichtet, 18 von 65. Astronaut. Ja. Geht der ganze Scheiß wieder los. Warte mal, da ist der ja, der Stein. Keine Ahnung, wie man den jetzt kriegt. Ist noch egal, ehrlich gesagt. Ne, warte mal, müssen wir jetzt lang. Da lang, ne? Oder? Ab. Okay. Dann geht's hier im nächsten Part weiter.